Die Frau Liebsch hat von ihren 18 Jahren Erfahrung mit der Wärmepumpe berichtet in unserem Blog und der waren sehr viele Nachfragen, deswegen haben wir sie heute eingeladen. Ich freue mich auch besonders, dass sie meiner Einladung gefolgt ist und freue mich jetzt auf das Interview mit der Frau Liebsch. Guten Tag, Frau Liebsch. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für unsere und meine Fragen. Hallo. Erzählen Sie doch mal zu Anfang, wie die Wohnsituation bei Ihnen ist, wo die Immobilie steht, was es für ein Haus ist. Ja, wir haben 2004 ein Fertighaus gebaut in der Südpfalz. Mit 140 Quadratmetern, haben komplett Fußbodenheizung, also vom Keller bis ganz oben. Und für uns war eigentlich von Anfang an klar, dass wir eine Wärmepumpe wollen. Mhm. Und was für einen Hersteller haben Sie da gewählt und was für eine Leistung hat die Wärmepumpe? Wissen Sie das? Ja, also die erste Wärmepumpe war von Alpha Innotech mit einer Leistung von knapp 8 kW. Und im Moment haben wir eine Weißhauptwärmepumpe auch von 7,8 kW. Mhm. Und was genau hat Sie dazu bewogen, eine Wärmepumpe einzubauen? Ich meine, vor 18 Jahren war es doch eher noch untypischer, wie es heute der Fall ist in den Neubau. Ja, das stimmt. Also wir waren auch die Ersten im Wohngebiet. Ich wollte von Anfang an keine fossilen Brennstoffe haben und bin schon sowieso Technologie interessiert. Und insofern habe ich davon gelesen und gedacht, ach, das wäre doch was. Und hatten Sie auch irgendwelche Probleme, von denen Sie berichten können, die letzten 18 Jahre? Naja, also die erste Wärmepumpe hat leider einen unnatürlichen Ende gehabt. Das war durch eine Fremdeinwirkung, dass die defekt ging, durch ein Unwetter. Aber ansonsten, die neue haben wir 2018, haben wir die ersetzt. Und da hatten wir jetzt einmal ein Umschaltventil, was defekt war, aber sonst waren keine nennenswerten. Also die vereist manchmal im Winter, klar, und dann muss sie sich enteisen. Wenn man das nicht macht oder nicht drauf achtet, muss man vielleicht mal nachhelfen, aber das ist ein natürlicher Vorgang, also kein Problem in dem klassischen Sinn. Okay. Bei meinen Gesprächen, die ich immer wieder führe mit Interessenten, kommt immer natürlich die Frage auf, macht so ein Gerät Krach? Wo muss ich das hinstellen? Haben Sie da Erfahrungen, was die Lärmentwicklung angeht und irgendwelche Empfehlungen, was den Standort anbetrifft? Also unsere Wärmepumpe steht im Vorgarten und als wir 2004 gebaut haben, da gab es noch gar keine Vorschriften dafür. Die erste Wärmepumpe war auch etwas lauter, aber immer nur, wenn sie angelaufen ist, also wenn der Ventilator anging. Seit wir die neue haben, hat die Nachbarin gesagt, oh, die ist aber leise. Und Schlafzimmer sind weit und breit keine direkt jetzt in der Nachbarschaft, also insofern geht das. Also keine nennenswerten Störungen für Sie. Okay. Dann ist es so, dass die Jahresarbeitszahl beschreibt die individuelle Energieeffizienz so einer Anlage. Also sprich, wie viel Energie muss ich reinstecken für die Energie, die ich rausbekomme. Umso höher die Jahresarbeitszahl ist, umso besser läuft so eine Anlage. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Kennen Sie denn die Jahresarbeitszahl Ihrer Anlage? Von der ersten weiß ich es nicht. Bei der zweiten habe ich da mal drauf geachtet. Da haben wir 4,2 als Jahresarbeitszahl. Und ansonsten läuft die eigentlich ganz gut. Ja, also kurz zur Einordnung, 4,2 bedeutet auf eine Kilowattstunde elektrische Energie, die ich vorne reingebe, kriege ich 4,2 Kilowattstunden Wärmeenergie im Jahresdurchschnitt raus. Wie ist denn der Heizstabanteil? Genau, sag mal, ein Wärmepumpe hat oft oder fast immer einen Heizstab integriert als Notfalllösung oder eben wenn die Leistung der Anlage nicht ausreicht. Sollte allerdings nur ein Ehrenbruchteil Also der ist seit 4 Jahren, seit die Anlage in Betrieb ist, ist der Heizstab 65 Stunden gelaufen. Also es macht nicht mal 20 Stunden im Jahr. Ja. Und auch heute hat man -6 Grad heute Nacht und der Heizstab ist aus. Mhm. Also es reicht trotzdem. Okay. Und wie sind Ihre Erfahrungen im Winter? Haben Sie da Probleme eher mal oder muss also die Wärmepumpe öfter zu laufen? Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen? Ja klar, läuft die da häufiger, ist ja kälter. Aber wie gesagt, auch der Heizstab ist jetzt heute Nacht nicht angesprungen bei -6 Grad. Insofern, jetzt haben wir hier in der Gegend natürlich nicht solche Temperaturen wie vielleicht in den Alpen. Aber Probleme hat man noch nicht. Sie vereist manchmal, aber die neue hat jetzt auch ein eigenes Abtauprogramm. Das heißt, die merkt das selber und taut sich dann ab. Dann sieht das mal kurz so aus, als wenn die gar nicht heizen würde. Aber das geht ein paar Minuten und dann läuft sie wieder an. Okay. Es ist so, dass natürlich so ein Aufwand, vor allem in der Sanierung, natürlich erstmal höher ist, eine Wärmepumpe zu installieren als eine klassische Gas- oder Ölheizung. Haben Sie denn da auch staatliche Förderung damals erhalten? Bei der ersten gab es nichts und bei der zweiten gab es gerade mal 1000 Euro. Das lag aber daran, dass es also ein Programm war. Ich habe ja eine Wärmepumpe gegen eine Wärmepumpe getauscht und nicht gegen eine Öl- oder Gasheizung. Und
Also der Antragsdschungel, der war schon nicht ganz unbeachtlich, da hätte ich mir schon mal Hilfe gewünscht. Mhm. Aber irgendwie sind wir durchgekommen. Ja, ist auch tatsächlich die Erfahrung von uns und von den Kollegen, die das begleiten, dass die Fördermittelbeantragung immer komplizierter und aufwendiger wird. Für unsere Kunden ist es so, dass wir das übernehmen und da auch eine Garantie, eine Fördermittelgarantie aussprechen. Ich denke, das ist wirklich ein großer Mehrwert. Genau. Wie viel Strom verbrauchen Sie denn für die Wärmepumpe in etwa und haben Sie da einen eigenen Zähler für? Wir haben einen extra Wärmepumpenzähler, also einen Zweitarifzähler mit einem Wärmepumpentarif. Hat das kleine Schmankerl, dass dadurch der Netzbetreiber aber auch die Wärmepumpe dreimal am Tag abschaltet. Wir hatten bei der alten Wärmepumpe einen durchschnittlichen Verbrauch von 6.600 Kilowattstunden im Jahr. Die neue liegt jetzt so bei 4.800, also schon deutlich weniger. Mhm. Wahnsinn. Definitiv mal effizienter. Und wie sind Ihre rundum Ihre Erfahrungen so nach 18 Jahren? Können Sie da eine Empfehlung aussprechen? Also, wenn nichts Besseres erfunden wird, ist das nächste auch wieder eine Wärmepumpe. Okay. Und besitzen Sie neben der Wärmepumpe auch über eine Photovoltaikanlage oder denken Sie vielleicht perspektivisch über so eine Anschaffung nach? Wir haben seit 2012 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, allerdings mit Volleinspeisung. Das heißt, wir nutzen den Strom im Moment noch nicht für die Wärmepumpe. Es ist so, dass ich circa 2.500 Euro Vergütung bekomme für die Einspeisung des Stroms. Und meine Stromkosten selber, also vom reinen Haushalt, liegen auch so in der Dimension. Mhm. Also das rechnet sich gerade so 1:1 auf, also rein mathematisch jetzt. Mhm. Die produziert im Schnitt um die 10.000 Kilowattstunden Strom im Jahr mit 12,4 kW Peak. Mhm. Okay. Jetzt ist es so, das muss man wissen, das EEG nennt sich das Erneuerbare Energiengesetz, schreibt vor, dass man 20 Jahre plus Installationsjahr eine feste Einspeisevergütung hat. Das heißt, die Einspeisevergütung wird ja sukzessive wegfallen oder man würde eben zu den Marktpreisen dann einspeisen. Haben Sie da schon einen Blick in die Zukunft oder wann das genau sein wird und ob Sie dann vielleicht über Erweiterungen, ja, Batteriespeicher, ähnliches also nachdenken? Mehr Module passen nicht aufs Dach, das Dach ist voll. Aber wenn es dann mal so weit ist, dass ich da keine feste Vergütung mehr bekomme, dann wollen wir auf jeden Fall Batteriespeicher haben und dann auch die Wärmepumpe mit einbinden. Und wir haben jetzt seit letztem Sommer ein E-Auto und eine Wallbox, das heißt, da steigt der Stromverbrauch auch. Mhm. Insofern ist das auf jeden Fall der Plan, ja. Okay, dann vielen Dank bis hierher.